Das ist erledigt. Von haben, mein Gott, der Part, was zur Hölle? Kurat. Ja, Part beendet, Part neu angefangen, ganz klar. Laufen wir hier rein. Oh mein Gott, look auf dem Bildschirm. Was? Du hattest eine Shotgun, glaube ich. Shotgunner gegen Shotgunner! What? Ja, alles klar. Nein. Sag dir mal, diese Waffe sei unnütz. Du bist unnütz. Mein Gott, wir können es nicht zerstören. Oh mein Gott, was tun wir da? Das Kabel ist nämlich da versteckt. Wir zerstören es einfach. Ja. Oh, hallo. Warum? Nein, da wollen wir noch nicht lang. Da ist nämlich die nächste Ladezone, das weiß ich sicher. Warte mal, euch haben wir gerade getötet, damit wir hier an die Waffen kommen. Alles klar. Und hier ist die nächste Ladezone, die ich... Werde ich sie schneiden? Wer weiß? Ja, werde ich. Oder hab sie geschnitten. Ah, ich hasse Shotgunner, wie gesagt. Leben. Oh Gott, davor hatte ich immer Angst, als ich mir das vorgestellt habe zu LP in das Spiel. Weil wir dürfen jetzt diese Teile benutzen, sie gehören uns. Gleich zumindest. Und ich stelle die immer meistens so dahin. Die ist eigentlich vom Prinzip her ziemlich sicher. Kann man machen, muss man aber nicht so unbedingt machen. Ich mach sie halt so, gerne. Immer wenn ich diese Schlacht hier spiele. Stell die so hin und dann warten wir hier. Aber hier muss doch irgendwo noch ein Ding sein, ein Rüstungsteil halt. Und das hier ist so ein Überlebe oder du bist tot. Das ergibt keinen Sinn. Warum sage ich dann sowas? Wir schließen uns jetzt hier ein. Welchem wird geschossen? Ja, das finde ich lustig, weil die stehen einfach nur da. Können erstmal nicht erreicht werden. Ich frage mich gerade, hier war doch noch irgendwas. Ja. Mein Gott, die ganze Konsole ist voll mit Blut. Jetzt ist es weg. Randale! Da oben gekommen, du bist da oben gekommen, du hast einen umgeworfen. Nö. Mein Gott, ihr seid wirklich weit nach oben gekommen, alles klar. Aber nö. Ich meine, die stehen hier eigentlich... Wo kommst du her denn? Lol, man hört die noch niemals, wenn die umfallen. Was zur Hölle? Warum immer nur du? Alle anderen überleben das hier irgendwie, aber noch... Manhex. Komm, das ist so alt. Seid lame!
Vor allen Dingen du da oben, ja, ich hab dich gesehen, ja. Du bist tot. Alles klar. Wieso fliegt der immer nur um? Was zur Hölle? Und der andere gar nicht. Hm? Muss ich das verstehen? Nö, ne? Schau, Manhex. Manhex! War's das jetzt langsam mal? Ich bin gleich bei dir und jetzt springt ihr sofort raus. Das ist voll lustig. Oh Gott! Sorry, it took me so long. Mach mal weg da, ich muss das Teil wieder reinsetzen. Okay. Sonst fällt das noch auf, dass wir hier waren. Let's see if we can find Mossman. It looks like this station might give me better access. Schade. Ich meine, hier das Blut und so, das sieht man nicht. So, im Prinzip können wir jetzt weitergehen, weil wir alleine sind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe was vergessen. Nein! Nein! I'm not calling about that. What's she up to? You promised you weren't going to touch Eli. Oh my God. The soldiers were a bit overzealous, I admit. Nein, ich trinke jetzt gerade nicht. Attempting a prize to simply turn loose. Especially in the absence of Gordon Freeman. You would have had Freeman if you'd been patient and just waited for my signal. We weren't entirely sure you were ever going to get around to that. Human loyalties being what they are. Dr. Br- As I have stated before, you have to be like around on his own. Das war voll langweilig schieben wegen dieser Cutscene. I'm afraid your feelings for him may have blinded you. Feelings? This has nothing to do with feelings. It's a simple truth that when Eli believes this is not open to debate, Dr. Moss. Ich verstehe nicht, warum sie sowas aufnimmt. Sie weiß doch, dass wir das vielleicht sehen werden, wenn wir hier irgendwann früher oder später mal rein spazieren und versuchen, um Eli zu retten. Sprich dich aus, sprich dich aus! Nö. Los! Ja! Wir gehen weiter. Ich muss auf die Ladezone kommen. Weil Baum und so, ne? Nein, das darf ich nicht sagen. Das ist auch schon wieder Copyright-Verletzung. Oh mein Gott, hier, wieso ist hier Blut? Ich meine, von hier aus sind doch auch Combines gekommen. What the fuck? Naja, laufen wir die Treppe runter und hier müsste irgendwann mal gleich eine Ladezone kommen. Hier kommt ein trockener Witz, den ich mir gerade so ausgedacht habe. Na Gott. Headcrabs, was haben Headcrabs hier zu suchen? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Hallo. Was mache ich denn hier jetzt? Ach da. Wir gehen hier lang, der Boden ist aber jetzt elektrisiert. Lasst meine Aussprache. Wir wollen diese Warnikelste nach Möglichkeit töten und diese Headwrap. Ich hätte das sehe, aber Booster Jumping macht. Wollen wir auch töten. Und eben kurz Part, also Video angehalten, neu gemacht. Boah, habe ich gleich viel zu rendern. Noch ein. Na, habt ihr schon mal so ein Teil hingeworfen, dass es so bleibt im Wasser stehen bleibt? Kann jeder. Wir müssen hier hoch und ohne dass wir jetzt Wasser bringen. Und hier müsste jetzt eigentlich eine Ladezone kommen. Vielleicht kommt ein trockener Witz. Ha! Hat nicht jeder ein paar Leichen im Keller? Mann, ich hätte euch nicht drauf aufmerksam gemacht. Ich meine nur, weil Zombies und so, ja. So. Ladet? Nein. Meine, was haben Zombies hier zu suchen? Zur Hölle. Gib mir. Achso, das ist Pistolenmunition, alles klar. Der war so richtig blöd, der Witz. Witz des Jahres. Komm, wir wollen aber den noch nehmen. Nein, 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 nein,
Hier kommt der zweite große Turret-Kampf. Von, auf da. Gott, dann warte ich da Vorräte. Ja, haha. Also hier stelle ich meine Türme immer so auf. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Mein Gott, lass mir noch ein bisschen Zeit. Und der andere kommt einfach irgendwo hin. Der ist nicht so wichtig. Wollen wir es noch möglichst noch etwas vollern? Es geht los, alles klar. Dann verstecken wir uns hier drinne und haben Angst. Oh Gott. Gott, übertrieben, dass das Teil weggeflogen ist, weil Baum und so, ne? Nein, schon wieder. Von hinten müssten wir eigentlich geschützt sein wegen der zwei Türmen. Ich finde die Taktik eigentlich so relativ okay, sich durfte verschanzen. Diese Schlacht, die ist eigentlich auch eine Achievement, oder so. Wollte ich nur mal so gesagt haben, und nebenbei. Ich hasse den Kampf, hab ich das schon mal erwähnt. Von. Du stehst doch noch! Das schafft mich eigentlich wirklich immer in den Raum bei dieser Schlacht, weil, ich sehe das so eigentlich relativ gut finde. Mein Gott, das dauert ja Ewigkeiten.